Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt mal wieder Master Builders. Mit dabei ist Uhu. Hallo. Wow. Und wir machen wieder ein Thema, das zu dieser Season ein bisschen passt. Wir haben hier so ein japanisches Zukunftsthema hier aktuell. Ja, wir machen hier einen japanischen Garten. Also so, wir haben hier dieses Gebäude stehen und wir machen einen Garten drumherum. Mit so Sachen, die man so aus dem japanischen Raum so ein bisschen kennt. Und dann würde ich sagen, ja, Sehen wir uns gleich wieder. Also, Leute, 10 Minuten wie immer. Wir legen los bis 3, 5. Genau. So, let's go. Ist ja klar, womit man beginnt. Ich hoffe, da wird jetzt gleich nichts weggesprengt. Okay, mein Mülleimer ist, glaube ich, weggesprengt worden. Oder was das da war, aber scheiß auf den, ganz ehrlich. Wenn ich gleich was wegfliegen, das wette ich. Wenn was wegfliegt, dann Pech gehabt, ja? Wir dürfen hier, glaube ich, nichts reinbauen in dieses Gebäude. Irgendwie ist dieses Gras, ich kann ja sagen, ein bisschen komisch. Hä, was ist, wenn ich den Move mache? Dann ist besser. Scheiße, man, wir hätten den Boden vorher wegmachen sollen. So, ja, weiß nicht, wie viel ich im Endeffekt an Gras hinmache, weil ich will natürlich noch andere Sachen dazu packen. 5. Oha, guck mal, 3 Minuten sind schon rum einfach. Was? Ja, ja. Das ist Verrat. Verrat? Ja, die Zeit vergeht doch schneller, als man mal denkt. Man denkt so, man hat viel Zeit. 10 Minuten sind viel zu wenig. Nö, nö, das soll schon reichen, du. Weißt du was? Auf Gauner. Ja, doch. Auf Gauner einfach ein bisschen mehr Zeit. Auf Gauner das hier wegmachen. Böden wegmachen ist ja nicht verboten, weißt du? Also. Ich hoffe wirklich, dass jetzt hier nichts zusammenbricht. Das wäre Chaos. Eigentlich voll unnötig, weil hier ist doch sowieso egal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Probieren wir aus. Ui, ich bin Uwe und ich bin oder. Genau. Ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen was rausbaue, oder? Nö, aber wegbau, meinst du? Nee, so Boden ein bisschen weg. Aus dem Map hinaus irgendwie, das so ein bisschen Gras so. An sich nicht, nee. Das ist nicht schlimm. So. Boah, ja, gleich 3 Minuten. Was? Ja. Hättest doch wenigstens 20 Minuten oder so machen können. Nee, man, 20 ist doch viel zu viel. Ja, dann 15 oder so. Wir sollen doch nicht so unendlich Zeit haben, ich hier. Boah, der Brunnen. Was packe ich noch dazu? Das sind auch wichtige Überlegungen. Wie klein sind eigentlich die Schirme? Weil da will ich auch was dazu packen. Ein bisschen. Joa. Warum habe ich die Fluggeschwindigkeit auf 10? Weiß ich doch nicht. Oh lol, ich habe gar nicht gesehen, wie du die Bank dazu gepackt hast. Ich habe nur den Stuhl gesehen. Diese Liegebank. Hier. Ja, hat, finde ich, ein bisschen besser. Ja. Ich bin stuck. Du musst noch einiges hin bei mir. Ja, also bei mir ist ein bisschen. Obwohl, ich hab der Fluss wird mich retten. Ja? Nee, das ist halt so rechteckig. Eine Minute. Was? Ja. Wie sich immer. Ja, komm, dann drücke ich da irgendwas und hoffe, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Oh, ich hätte den Boden vorhin doch nicht wegmachen sollen. Der geht über die Siegenberge hinweg und noch mehr. Oh, 20 Sekunden. Nö. Das ist halt noch. Das hier. Oh, kommt. Ja. Scheiße, ich wollte noch ein paar andere Sachen benutzen, aber ja, bei dir läuft es glaube ich noch 10 Sekunden, weil bei dir ist die Zeit irgendwie anders. Okay, passt. Okay, aber okay. Gut. Warte, 5 Sekunden noch. Hä? Du hast gehört, passt. Passt, fertig. Okay, kommst du dann am besten zuerst zu mir rüber? Okay. Genau, dann schauen wir jetzt erstmal. Also, ich bin erst spät auf die Idee gekommen, vielleicht Bambus noch außenrum so komplett zu machen, weißt du? Ja. Macht natürlich Sinn irgendwie. Ich habe hier die ganze Fläche bemalt. Ja, die ganze, muss ja nicht die ganze.
Also, ja. Um die Häuser rum. Übrigens, hier dieser doppelte Drache-Idee von Uhu. Fresh, oder? Hier ein ja, einfach. Die beißen sich hier zwar gegenseitig auf die Schwänze, aber egal. Ah ja. Ja, hier haben wir lauter Wasser. Schau, hier habe ich ein bisschen... Mein kleiner Brunnen. Nur so einen kleinen habe ich halt hier. Die Stühle habe ich hier mit dem Schirm ein bisschen verknüpft. Ein paar Bäume. Bambus allgemein. Ja. Das ist es hier im Großen und Ganzen. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes benutzen, aber... Oh, diese Seerosen zum Beispiel. Ja gut, so ist es halt. Ja, gibt es nicht viel mehr zu sagen. Gehen wir da zu dir rüber? Müssen wir? Ja, schon. Eigentlich schon. Ah, ja, okay. Das finde ich erstmal fresh. Mit dem der frische Minecraft-Fluss. Ja, mit dem Fluss, das finde ich schon fresh. So, hier die beiden Gebäude eben. Die sind natürlich identisch bei uns beiden. Ja. Also halt Steine im Gebäude drin. Ja, irgendwie, so ein Schrein. Ja. Vielleicht so. Natürlich hast du viel Zeit verschwendet, wenn du die ganze Fläche mit Gras voll machst. Dann ist ja klar. Ja, einige Bäume auf jeden Fall am Start hier. Der Brunnen hier wurde auch benutzt, ja. Aber du hast auch diese Seeröschen, diese kleinen Röschen, ja, Mann. Diese Seerosen nicht benutzt. Und einen richtig fetten Baum aber auch, ja. Wollte ich da noch weiter ansprechen. Der Oberbaum, da habe ich so drei ineinander platziert. Mhm. Aber ich muss echt sagen, dieser Fluss, den finde ich sehr geil. Also. Ja, ich auch nochmal so drei Bäume ineinander platziert. Achso, hier, lol. Ja. Ja. Gut, also, da sind dann eben unsere beiden Gärten. Eigentlich ein echt gutes Thema, finde ich. Ja, bisschen was anderes. Sagt gerne in den Kommentaren, was ihr hier besser fandet. Mein Garten eben, der ist ein bisschen kleiner. Dafür ein bisschen vielleicht übersichtlicher oder halt Uhu sein. Da finde ich, wie gesagt, den Fluss echt nice. Sagt auch gerne noch weitere Themenvorschläge, was man so machen könnte dann in nächster Zeit im Master Builders. Lasst gerne ein Like und ein Abo dabei neben Edi und aktiviert die Glocke. Ah ja, danke. Ja, das wollte ich gerade sowieso sagen. Also Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch auf jeden Fall gefallen. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich sehr über ein Abo. Das war's auf jeden Fall von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ciao.